Der Experte schlägt Alarm. Bald wird Strom rationiert. So eine Sachen hauen diese Politiker raus, die halt von nichts abhängig sind, die alles bezahlt bekommen, die nicht mal Sprit bezahlen, die kein Gas, Strom bezahlen und so, einen Dienstwagen haben noch, die nicht mal wissen, was die aktuellen Spritpreise sind und sich in Talkshows hinsetzen und dann darüber lachen, so, hä, ich weiß gar nicht, was der aktuelle Preis ist, hä, gab's ja auch alles schon, weißt du, was ich meine, so. Das sagen die alle, die gar nichts mit unserem Leben zu tun haben. Auch mit Corona nochmal eine ganz neue Ära eingeläutet an Kontrolle. So. Vor allen Dingen, die machen hier einen auf Klimaschutz und so die ganze Zeit und fliegen dann mit ihren Privatjets nach Davos, Digga. Da könntest du auch mit dem Fahrrad hinfahren, Langer. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ihr spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich hoffe, bei euch ist alles gut. Wir werden jetzt auf ein Video reagieren. Neue Reactions am Start. Und zwar Robert Habeck will Strom rationieren. Von Darius. Also es geht schon los, Freunde. Bald darf man Strom nur noch in gewissen Dosen benutzen. Sonst kriegt man einen Eintrag eventuell. Oder Negativpunkte im neuen kommenden Social Score System. I don't know what the fuck. Also ich weiß nicht, was da abgeht. Aber wir werden auf jeden Fall mal reingehen und uns das reinziehen. Ich glaube halt, Deutschland ist näher an so eine Sachen dran als hier bei mir in Mexiko. Da bin ich froh auf jeden Fall, aber trotzdem bin ich mal gespannt, was hier erzählt wird. Liebe geht raus nach Deutschland, directly from Mexico. Ich hoffe, euch geht's gut und wir gehen rein ins Video. Wir alle merken, dass wir in Deutschland durchgehend Wohlstand verlieren, aber dass was jetzt kommen soll, setzt dem Ganzen die Krone auf. Es ist eine Sache, die ich mit meinem Geschäftspartner immer bespreche. Ich frage mich, wie man die Leute aufwecken kann. Wie man ihnen zeigt, was die Grünen wirklich wollen. Weil das ist ein Irrglaube, den es gibt, dass das eine Partei sei, die für die Umwelt stehe, die das Beste für die Umwelt möchte. Die Frieden vor allen Dingen. Die wollen Frieden. Ajo, Panzer it in, man. Sucht innovativ und mit allem Eifer für die Zukunft, für eine bessere Zukunft zu sein. Und das ist falsch. Ihr seht das hier, Experte schlägt Alarm. Bald wird Strom rationiert. Das ist eine Sache nochmal, wo ich die ganze Zeit überlege, wie man Leuten das sagen kann, aber ich möchte das hier nochmal ganz, ganz klar sagen. Für mich, ich habe lange Zeit, das ist keine einfache Entscheidung gewesen, habe ich gehapert, wer der inkompetenteste deutsche Politiker ist. Ja, meine Baerbock, die ja neben den Versprechern, was wurde gesagt in amerikanischen Zeitungen, glänzt mit ihren emotionalen Reden. Nicht mit Rationalität, nicht mit klugen Entscheidungen, nein, mit Emotionalität. Wir haben dann einen Scholz, der stetig vergisst, was er sagt, der für eigentlich nichts richtig einsteht. Ich schwöre, ist so. Wir haben mal davon abgesehen, dass wir jetzt einen Pistorius haben, der sich darüber ärgert, dass die anderen nicht das machen, was sie versprochen haben. Lauterbach. Wir sprechen hier von Politikern. Wer ist euer Favorit von der aktuellen Regierung? Schreibt mal in den Chat rein. Jemand, der Deutschland führen sollte. Aber Habeck setzt dem Ganzen die Krone auf. Jemand, der Kritiker verklagt. Jemand, der Grundkenntnisse, die man für die Wirtschaft braucht, nicht hat. Der wird jetzt unseren Strom rationieren. Schauen wir uns das an. Der Heizhammer von Robert Habeck, 53 Grüne, wird die Stromnachfrage in Deutschland weiter nach oben treiben. Denn wegen des geplanten Verbots von Öl- und Gasheizung wird es zum Beispiel bis zu 10 Millionen zusätzliche Wärmepumpen geben. Diese Pumpen laufen mit Strom. Verbot? Geplante Verbot von Öl- und Gasheizungen? For real? Um zusätzliche Wärmepumpen geben. Diese Pumpen laufen mit Strom. Ich möchte, dass ihr eine Sache versteht. Aber was Habeck sagt, ist, dass wir unabhängig werden müssen von Öl- und Gasheizungen. Wir müssen unabhängig werden von Öl- und Gasheizungen. Das ist eine Sache, wo ich mich dann jedes Mal frage, wenn ich diese ganzen... Digga, ich sag mal so, Umweltschützen ist was Gutes, ne? Muss definitiv auch irgendwie stattfinden, so. Bin ich auch ein Fan von. Nicht zu viel die Umwelt zu verschmutzen, so. Ist eine gute Sache an sich, so generell, weißt du, was ich meine, so. Aber damit ein ganzes Land kaputt zu machen, ist es halt nicht... Das ist es halt nicht, weißt du, was ich meine? So, man muss da gute Kompromisse finden, dass die Industrie weiterhin läuft in Deutschland, weil wir sind ein Industrieland, muss man ganz klar so sagen, wie es ist. Wir sind ein Industrieland und wir machen unsere eigene Industrie gerade mit diesen ganzen Sachen auch kaputt. So, durch diese steigenden Gaspreise, durch die Sanktionen, durch diese ganzen Sachen können sich Unternehmen
gucken sich natürlich den Rest der Welt an und gucken, wo sie günstiger wegkommen bei dieser ganzen, bei diesen ganzen steigenden Preisen etc. So. Ich habe schon gehört, BASF hat ihren Hauptsitz, will ihren Hauptsitz verlegen jetzt in die Staaten irgendwo, weil da die Gaspreise günstiger sind. So. Also die Industrien wandern dann alle ab aus Deutschland. Was passiert dann mit Deutschland? Was passiert mit der Gesellschaft? Das sind halt alles Sachen, die muss man vor Augen haben, weißt du, auch mit den E-Autos so. Schön und gut, Digga, E-Autos und so. Feiere ich auch die Idee und so, das ist was Geiles, weißt du? Aber die ganze Automobilindustrie in Deutschland dafür kaputt zu machen und ganz viele Arbeitsplätze gehen dann in den Arsch und ganz viele Menschen haben keine Perspektive mehr. Und was soll denn Deutschland dann noch? Also, weißt du, was ich meine so? Das ist alles, sind alles Sachen, die muss man halt mit einbeziehen in diese ganzen Entscheidungen. Und man darf das nicht einfach so machen, dass wir dann alle irgendwie darunter leiden, so. Das ganze Land, die ganze Industrie, alles. Und am Ende, die, die am meisten leiden, sind die Menschen wieder. So. Am Ende sind wir die, die leiden, so. Weil wir sind die, die bleiben müssen. Wir sind kein Milliardenunternehmen, was einfach mal seinen Sitz woanders hin verlagern kann. So, weißt du, was ich meine, so. Wir sind nicht Leute, die einfach irgendwie alle stehen und liegen lassen können, die meisten, und einfach sich verpissen können, so. Wie ich jetzt zum Beispiel. Die meisten können das nicht tun. Und die sind die, die am Ende gearscht sind bei diesen ganzen Preisen und bei dieser ganzen Entwicklung, die stattfindet, weißt du? Jetzt noch ein Wort, das nicht beleidigend ist. Wenn ich dann Pro-Grüne höre, die sagen, dass wir damit unsere Unabhängigkeit fördern, dass wir unsere Abhängigkeit reduzieren. Das ist nicht der Fall. Ein Verbot sorgt niemals für Unabhängigkeit. Lass uns das an einem blöden Beispiel machen. Sagen wir, ihr esst jeden Morgen Brot. Brot ist das, was es bei euch zu Massen gibt. Und deswegen, das Erste, was ihr kaufen könnt, und ihr seid von einem Bäcker abhängig. Wenn jetzt ein Robert Habeck käme und sich entscheidet, euch das Brot zu verbieten, dann seid ihr nicht unabhängig von Brot. Sondern der Hauptgrund, warum ihr Brot esst, ist, weil es verfügbar ist und weil es gewisse Anreize gibt, weil es gewisse Gründe gibt, warum ihr das nutzt. Vielleicht, weil es günstiger ist, etc. Das heißt aber, wenn ihr jetzt das Brot verbietet, Dann sorgt ihr nicht dafür, dass ihr... Das sagen diese ganzen Politiker, so eine Sachen hauen diese Politiker raus, die halt von nichts abhängig sind, die alles bezahlt bekommen, die nicht mal Sprit bezahlen, die kein Gas, Strom bezahlen und so, die einfach alles bezahlt bekommen, einen Dienstwagen haben noch, die nicht mal wissen, was die aktuellen Spritpreise sind und sich in Talkshows hinsetzen und dann darüber lachen, so, hä, ich weiß gar nicht, was der aktuelle Preis ist, hä, gab's ja auch alles schon, weißt du, was ich meine, so. Das sagen die alle, die gar nichts mit unserem Leben zu tun haben. Wo sind denn die ganzen Jungs? Wo, Bro, die sind nicht in unserer Gesellschaft, die sitzen ganz oben irgendwo in ihrer scheiß Kuppel und entscheiden da irgendwelche Sachen über uns, über unsere Gesellschaft, wie wir dann zu leben haben, die so fernab von der Realität sind, daran merkst du, die haben mit dem echten, normalen Leben gar nichts mehr am Hut, gar nichts zu tun. Abhängig werdet von Brot, ihr sorgt dafür, dass ihr dann abhängiger werdet, noch viel, viel abhängiger von anderen Dingen, was auch immer das sei, Gemüse etc., wo ihr in Probleme kommen können, Notstände etc. Das ist das, was ein Habeck macht. Wenn er euch erzählt. Vor allen Dingen, die machen hier einen auf Klimaschutz und so die ganze Zeit und fliegen dann mit ihren Privatjets nach Davos, Digga. Da könntest du auch mit dem Fahrrad hinfahren, Langer. Survive würde mit dem Fahrrad hinfahren, aus dem Jet. So weit ist es nicht, das ist die Schweiz. Musst du kein Privatjet nehmen. Weißt du, was der für die Umwelt, Bro, weißt du, wie viel Gasolina dabei drauf geht? So. Dass man Gas- und Ölheizung verbietet, da möchte ich, dass ihr eine Sache versteht, was das bedeutet. Es bedeutet weiteren Wohlstandsverlust, es bedeutet eventuelle Engpässe etc., aber lass uns weiter darauf eingehen. Wirtschaftsminister Habeck und sein oberster Energieminister Klaus Müller, 50-Chef der Netzagentur, fürchten bereits eine Überlastung der Netze. Das wissen wir. Wir wissen, dass wir nicht darauf vorbereitet sind. Wir wissen, dass wir eigentlich nicht auf die Dinge verzichten können, die wir jetzt verbieten wollen. Ab Januar 2024 soll es daher möglich sein, Strom für Wärmepumpen und E-Autos zu rationieren. So steht es in einem Papier der Netzagentur. Frage, entscheidet... Das kannst du dir nicht ausdenken. Also bei der Staat, wie viel Strom ich kriege. Nicht der Staat, aber die Netzbetreiber werden entscheiden, bei welchen Haushalten Strom rationiert wird, so Professor Manuel Frondel, 58, vom Institut RWI. Das ist dann echte Planwirtschaft. Und während wir darüber sprechen, nochmal, das ist eine Sache, die ich mit meinem Geschäftspartner lange besprochen habe. Und wir haben uns dann kommt noch schön das soziale Punktesystem an den Start und dann wird da so quasi entschieden, ah, der ist ein Corona-Leugner gewesen, Querdenker, der kriegt ein bisschen weniger Strom. Scheiß drauf. Weißt du, was ich meine? Bro, wir machen uns so krass abhängig von den Leuten, das ist echt heftig. Also die haben da echt,
meiner Meinung nach auch mit Corona nochmal eine ganz neue Ära eingeläutet an Kontrolle. So. Da wird wirklich dann alles kontrolliert. Du musst irgendwelche QR-Codes scannen, wenn du da rein willst, wenn du hier rein willst. Wir haben uns doch schon daran gewöhnt, sind wir ehrlich. Sind wir ehrlich, meine lieben Freunde, haben wir uns nicht schon daran gewöhnt jetzt? Ich nicht, weil ich keinen QR-Code hatte, aber die Leute haben sich schon daran gewöhnt, im Flugzeug oder am Flughafen QR-Code, Disco, QR-Code, überall QR-Code, dass du irgendwas nachweisen musst, damit du irgendwelche Dinge tun kannst. So. Das ist doch der langsame Schritt in diese Richtung zur hundertprozentigen Kontrolle. Dein Strom wird kontrolliert, dein Auto wird kontrolliert, dein Geld wird kontrolliert, weil es irgendwann nur noch eine Kryptowährung gibt und kein bares Geld mehr, kein Geld, was du anfassen kannst. Und dann können die mit einem Knopfdruck einfach mal dein Bankaccount ficken, so. Bist du am Arsch? Unglaublich darüber aufgeregt, was da passiert mit den Grünen. Wie kann man den Leuten das sagen? Wie kann man dieses ganze Framing, das es gibt? Die Farbe Grün passt ja auch überhaupt nicht zur Partei Bündnis 90 Die Grüne. Es wäre ja besser, wenn, das schreibt ein Fehler, es wäre ja besser, wenn man eine braune Farbe da irgendwie nehmen würde. Was die Grünen einführen wollen, ist Kommunismus. Es ist Wohlstandsverlust. Es geht darum, dass ihr immer weniger Mitspracherecht habt und dass von oben alles geplant wird. Wo Politiker, die dann oben mitsprechen dürfen, wo die von profitieren. Ein Robert Habeck, der sorgt dafür, dass er jetzt Vorteile bekommt, die man euch nimmt. Paola, fühle ich, wir haben ein Umweltverschmutzungsproblem, aber kein Klimawandelproblem. Fühle ich. Jemand, der sowieso... Da muss man auch was gegen tun. So. Ich feiere das auch nicht. Hier in Mexiko zum Beispiel ist auch viel Plastik im Dschungel und so. Weißt du, hier wird viel Plastik hingeschmissen und hier wird mit Plastik nicht richtig umgegangen. Und es ist nicht gut, weißt du? Das ist Fact. Plastik ist nicht gut für uns, ist auch nicht gut für die Umwelt. Viel zu überbezahlt ist, der einen Personenschützer hat. Der ich hoffe mir und wünsche, dass die... Also ich finde zum Beispiel, dieses Pfandsystem war eine gute Sache so. Dass du die Plastikflaschen abgeben kannst, damit du dann wieder dafür Geld bekommst. Und dass das nicht einfach so in die Natur reingeknallt wird, so, weißt du? Und sowas wäre auch geil hier in Mexiko, wenn die so ein Pfandsystem machen würden, weil dann können die Leute hier auch Flaschen sammeln, Decker. Weißt du, was ich meine? Erstens, dass sie ein bisschen mehr Geld vielleicht haben, weil hier gibt es viele Leute, die haben kein Geld und die Sachen werden nicht hier im Wald die ganze Zeit rumfliegen, so. Im Jungle, meine ich. Maskenbildner hat, der einen Fotografen für 500.000 hat, der entscheidet, dass ihr jetzt eventuell bald keinen Strom mehr habt. Der möchte, dass ihr auf Energie umsteigt, die man dann auf mit Strommitteln erzeugt, die nicht dauerhaft eure Bedürfnisse befriedigen können. Das ist das, was auf euch zukommt. Frondel fordert, es müsse künftig Entschädigungen bei Rationierung geben. Stefan Müller, 47, CSU zu Beth, Deutschland wird durch diese Energiepolitik zum Entwicklungsland. Zur Bananenrepublik, etc. Exakt so ist es. Deswegen, ich möchte das nochmal sagen, was die Grünen machen, ist grausam. Bevor wir jetzt beenden, folgt mir unbedingt auf Instagram. Und das aus einem Grund, ich habe ein Jobangebot. Ich brauche einen Cutter. Ihr werdet Instagram it in, man. Gutes Video auf jeden Fall. Folgt ihm auf Instagram, meine lieben Freunde, wenn ihr für ihn cutten wollt. Der Darius, habe ich noch nie gesehen, noch nie gehört. War im Discord drin, ja. Für alle Leute, die gerade auf YouTube auch zuschauen, gerne auch mal einfach im Discord vorbeigucken. Unten auch in der Beschreibung verlinkt, auch für Leute hier gerade im Chat. Falls ihr ein geiles Video habt, wo ihr sagt, ey, da musst du auf jeden Fall mal drauf reagieren, fetze den in den Discord rein und dann werden wir eventuell in einem der nächsten Streams auch genau darauf reagieren.